Ja, jetzt geht's los. Ich darf zu uns bitten Volker Moosbrugger, Dagmar Schmidt und Sophie Frühwald und natürlich Gernot Krumbach. Ganz kurz zur Einführung. Volker ist Paläontologe, Hochschullehrer und bis Ende 2020 Generaldirektor des Forschungsinstituts des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt gewesen. Er studierte 1973 bis 1979 an der Universität in Freiburg Biologie und Chemie und das fand ich besonders spannend an der Universität in Montpellier Meeresbiologie. Das hätte mich auch mal fast ereilt. Nach einer kurzen Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Freiburg und der Promotion und Habilitation in Bonn wurde er 1990 auf den Lehrstuhl für allgemeine Paläontologie am Institut und Museum für Geologie und Paläontologie der Universität in Tübingen tätig. Er erhielt den Gottfried-Leibniz-Preis und seit 2005 war er Direktor des Forschungsinstituts Senckenberg, dessen Generaldirektor schon erwähnt er bis 2020 war. Dagmar Schmidt ist Politikerin und Historikerin, wie ich erfahren habe, ja, so passt schon. Sie ist seit 2013 Mitglied. Dagmar sagte eben mittlerweile Zeitzeugung, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist ja hier sozusagen so eine Art Generationengespräch. Und wenn Dagmar sagt, sie ist Zeitzeugung, will ich nur sagen, sie repräsentiert die mittlere Generation. nur mal so by the way. Dagmar ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Hessen. Ihr habt gestern einen Brief von mir gekriegt und Mitglied im Vorstand der Parlamentarischen Linken. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der SPD Lahn-Dill und stellvertretende Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Süd und politischen Beirat des Wirtschaftsforums der SPD. Also und so weiter. Bei dir ist es ein bisschen kürzer ausgefallen als bei Volker, aber das liegt ja daran. Ja, genau. Sophie Frühwald ist seit September 2019 Landesvorsitzende der Jusos. Sie ist mit fulminanten 94%, sei vorsichtig, 100% sind nicht gut, im Amt bestätigt worden. Sie ist evangelische Theologin, arbeitet aktuell an ihrer Doktorarbeit, lebt in Marburg und ist dort kommunalpolitisch aktiv. Sophie hat vor, für den Hessischen Landtag zu kandidieren. Sie muss noch darum kämpfen. Sei auch du herzlich willkommen. Und ich glaube, zu Gernot habe ich schon genug gesagt. Es geht los. Mein Wunsch an euch wäre, das Ding heißt ja hier, welche Antworten hat die Sozialdemokratie auf Krieg, Klimakrise und soziale Spaltung? Fragezeichen. Macht doch ein Ausrufezeichen daraus. Bitteschön. Ja, lieben herzlichen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Ich dachte eigentlich, die Veranstaltung sei mein Geschenk. Deswegen nochmal zusätzlichen Dank für alle, die noch was mitgebracht haben, sozusagen zum Versüßen der Ruhepause danach. Finde ich gut. Ich bin versucht, auf den ein oder anderen Lobeswort mit einem Vortrag über 50 Jahre SPD-Geschichte zu antworten. Das werde ich mir verkneifen, weil dann kommen wir heute nämlich zu nichts anderem mehr. Und ich finde schon spannend, mein Bezirk ist ja schon eigen, weil die Aufgabe, die er mir gestellt hat, nämlich welche Antworten hat die Sozialdemokratie auf drei große Krisen, ist schon ziemlich mutig und ich bin nicht sicher, ob wir nicht am Ende mit ein paar mehr Fragen rausgehen. Aber das ist im Moment normal, weil wir leben in einer Zeit, wo sich die Welt ändert und ein paar Leute darüber nachdenken, wie sie sich ändern sollte und ein paar Leute glauben, dass es sich auf keinen Fall ändern sollte und das ist ein Teil der Debatte heute. Ich würde gerne tatsächlich mit dem Ende der Gewissheiten anfangen und Volker, Ende der Gewissheiten, gibt es eine Gewissheit sozusagen, von der du dich verabschieden musstest und gibt es eine neue, die du dafür gefunden hast? Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu zwei wunderbaren Jubiläen und du wirkst so jung, wie ich dich mal kennengelernt habe. Sag nicht, wann das war. Äonen. In der Tat gibt es was, was ich immer erzählt habe. Ich bin ja Wissenschaftler, da hält man 100.000 Vorträge. Und irgendwie, ich bin in der Wissenschaft seit 1984
und rede über das Thema Umweltkrise eben seit 40 Jahren. Und ich habe immer gesagt, die Menschen reagieren dann, wenn es weh tut. Wenn irgendwann das am Geldbeutel ankommt, an meinem tagtäglichen Leben. Und deswegen war ich eigentlich immer überzeugt, wir kriegen das gebacken. Irgendwann tut es weh und dann machen die das schon. Deswegen war ich eigentlich überzeugt, wir schaffen das, geht halt lang, braucht ein bisschen Geduld. So. Und was jetzt aber passiert, ist was ganz anderes. Es tut weh, aber die Veränderungen sind so schnell, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen. Also mein Optimismus, wir schaffen das mit irgendeinem graduierlichen Übergang, das müssen wir halt aussitzen und dann passiert das schon, der ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, nicht? Im September hat die UN Zahlen vorgelegt, die für mich schon auch erschreckend waren. Und da kippte dann tatsächlich auch der Optimismus. Nicht, weil ich immer gesagt habe, irgendwann wird es kippen, Wohlstand und so weiter, geht nicht mehr so weiter, wie wir das gewohnt sind. Und der hat die Zahlen vorgelegt, die messen sowas wie den Human Development Index global, über die ganze Welt gemittelt. Das machen sie seit 32 Jahren. Das ging immer nur hoch und seit 2 Jahren geht es runter. Das heißt, wir sind an dem Punkt. Und das ist auch genau die Zeit, wo diese ganzen Krisen auftauchen. Nicht? Und das sind nicht 3 Krisen, sondern es ist eine. Das ist eine wirkliche Systemkrise, die hängen zusammen. Und deswegen ist mein Optimismus, das kriegen wir entspannt, also mehr oder weniger entspannt geregelt, der ist eigentlich weg. Ich meine, ich kann an der Stelle bekennen, dass ich den 70er-Jahre-Optimismus teilte. Fehlfarben hat das in den 80er-Jahren zynisch kommentiert. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht, es geht voran. Also die Idee, dass alles, was wir tun, die Welt schrittweise verbessert und es nicht mehr rückwärts gehen kann. Da haben wir leider ein paar schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass Sachen, die wir geglaubt haben, sicher zu haben, nicht mehr funktionieren. Das ist die Gewissheit, von der ich mich verabschieden muss. Aber es gibt eine Grundgewissheit, die sich nicht geändert hat. Vieles von dem oder fast alles von dem jetzt außer den grundsätzlichen Naturereignissen, die Menschen gemacht haben, können sie auch wieder ändern. Fast alles. Nicht alles, fast alles. Und ich glaube, darauf lässt sich dann wieder aufbauen, ein neuer Optimismus. Sag mal, wie ist das mit dir, mit den Gewissheiten? Also wenn sich eine Gewissheit bestätigt hat, über die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, die ich Politik mache, dann ist es die, ohne die Sozialdemokratie wird es nicht funktionieren. Weil genau dieses Bündnis eine Erkenntnis darüber, über die Notwendigkeiten und das Wissen darüber, dass ich Dinge nur erreiche, wenn ich sie sozial gerecht gestalte, weil ich immer darauf angewiesen habe, eine gesellschaftliche Mehrheit auch hinter den Dingen zu haben, die ich tun muss. Und da, glaube ich, ist dann auch eine etwas andere Sicht drauf, weil an den Schmerz habe ich nie geglaubt, ja, dass der sozusagen die Dinge voranbringt, sondern an die guten Alternativen, die man aufbauen muss. Und wenn diese Dinge von irgendjemandem zusammengebracht werden sollen, dann kann das nur die Sozialdemokratie tun. Und wir sehen das in Zeiten wie diesen, wo die Herausforderungen ja viele parallel sind, das zusammenzuhalten und zusammenzudenken und programmatisch auch voranzubringen, das kann eigentlich in diesem Land nur die Sozialdemokratie. Das ist sozusagen die Gewissheit, die sich da durchgezogen hat. In welcher Geschwindigkeit allerdings Dinge, die wir vielleicht nicht immer sicher geglaubt haben, aber von denen wir zumindest nicht gedacht haben, dass sie mit einer solchen Dynamik in Frage gestellt werden. Ich glaube, da sind wir alle etwas überrascht, dass das so schnell gehen kann. Aber dass es nicht immer alles besser und schöner wird, wenn die Welt so ist, wie sie sich uns auch dargestellt hat. Das, glaube ich, hat man auch in den doch sehr optimistischen 80ern und 90ern so nicht glauben können. Sophie? Ja, ich bin ja etwas später geboren als ihr alle. Evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen mit einer Pfarrerin und einem Pfarrer als Eltern.
Und ich glaube, eine Gewissheit, von der ich mich ein bisschen verabschieden musste, ist, bei uns zu Hause war Schwerter zu Pflugscharen und Frieden schaffen ohne Waffen. Das, womit quasi meine Eltern im Studium und in ihrer jungen Zeit sozialisiert worden sind. Und kurz vor meiner Geburt haben sie noch mal ein Jahr in El Salvador verbracht, das quasi frisch aus dem Bürgerkrieg kam. Und für mich war die Gewissheit beim Aufwachsen immer die, der Frieden in der Welt wird mehr. Und er breitet sich aus und er setzt sich am Ende auch durch. Und das ist, glaube ich, gerade in diesem Jahr, aber ehrlich gesagt leider auch schon in den letzten Jahren eine Gewissheit gewesen, von der ich mich leider ein bisschen verabschieden musste. Eine, die dazugekommen ist, ich habe dieses Jahr 10 Jahre SPD-Mitgliedschaft feiern dürfen, ist totgesagte Leben länger. Als ich 2012 in die SPD eingetreten bin, haben bei mir im Umfeld viele gesagt, was soll das denn? Das ist doch quasi jetzt bald vorbei mit der Sozialdemokratie. Und auch in den Jahren drauf war oft, schau dir doch mal an, was in Europa eigentlich mit anderen sozialdemokratischen, sozialistischen Parteien passiert. Und ich würde sagen, gerade jetzt die letzten Jahre haben mir gezeigt, diese Gewissheit gibt es auf jeden Fall nicht, sondern da ist für mich auch die Gewissheit da, dass man mit der Sozialdemokratie rechnen muss. Ja, so ist das mit den Gewissheiten. Die Frage ist, ob unsere Antworten irgendwann neue Gewissheiten erzeugen oder ob die Fragen offen bleiben. Ich will mich gar nicht um dem Haupt- oder dem großen Thema der letzten Monate drücken, die Frage Krieg, aber ich habe wenig, finde es wenig sinnvoll, jetzt nochmal zu fragen, müssen wir Waffen liefern oder sonst was. Die Debatte ist, glaube ich, mehrheitlich beendet. Sondern die Frage ist, irgendwann ist jeder Krieg zu Ende. Und irgendwann muss jemand anfangen, eine neue Nachkriegsordnung aufzubauen. So, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir mit den Vereinten Nationen versucht, eine Nachkriegsordnung aufzubauen, die in dieser Situation, die wir heute haben, nicht mehr funktioniert hat. So, Teil 1. Teil 2 ist, wir haben sozusagen in Deutschland einen eigenen Weg eingeschlagen, indem wir gesagt haben, wir erhöhen die Zusammenarbeit. Und versuchen dadurch sozusagen zu erreichen, dass wir Menschen nicht gegeneinander in den Krieg ziehen, die eigentlich aufeinander angewiesen sind. Das, was wir heute lernen, ist, dass das halt zweischneidig ist. Weil auf der einen Seite die ganzen Sanktionen, über die wir diskutiert haben, die ohne Krieg auskommen, wären ohne die Zusammenarbeit nicht möglich gewesen. Weil wir schneiden ja Zusammenarbeit ab im wirtschaftlichen Bereich. Oder auf der anderen Seite erleben wir durch die Abhängigkeit in der Zusammenarbeit, dass der andere das auch umdrehen kann, wenn er genug Macht und genug ökonomisches Rückgrat hat. Die spannende Frage ist in der Tat, was kommt dann aber danach? Ist das Konzept sozusagen der Zusammenarbeit gescheitert oder muss man sich ein neues ausdenken? Vielleicht, Dagmar, fängst du an? Oder? Also ich glaube, dass die Nachkriegsordnung, weil es ja nicht nur diesen Krieg gibt, sondern weil es ja vorher auch schon Dynamiken gab, weil ja sich die Weltordnung war ja schon vorher dabei, sich zu verändern. Und ich glaube, dass eine Weltordnung danach keine mehr ist, die, wo sozusagen der Westen seine Standards, seine Ideen sozusagen als das Absolute setzt, sondern dass wir sehr viel stärker eine Welt haben werden, in denen es verschiedene Zentren, verschiedene Ideen, verschiedene Vorstellungen gibt. Das heißt nicht, dass das sozusagen ein Ende der Bedeutung der Menschenrechte ist und sozusagen globaler Strukturen, aber ich glaube, dass wir sehr viel stärker die Länder des Südens werden einbinden müssen, dass es sehr viel stärker sein wird, darüber zu reden, wirklich gerechte Handelsbeziehungen zu etablieren, dass es nicht mehr so sein wird, dass wir einfach unser Wohlstandsmodell, unsere Wohlstandssicherung so durchsetzen können global, wie das bisher der Fall war. Das finde ich erstmal auch gar nicht schlecht, dass das so ist. Dass wir es einfach mit sehr viel mehr auch starken und großen Ländern zu tun haben, die eigene Interessen haben und wo wir unsere eigenen Interessen in den Ausgleich bringen müssen. Und was mir so ein bisschen fehlt im Moment in der deutschen Debatte, ich formuliere es mal provokant, ist, dass wir uns vergewissern, was sind denn eigentlich unsere Interessen in einer doch dann so multipolaren Welt mit verschiedenen Zentren, verschiedenen Akteuren, die nicht sozusagen schon immer in der Form auch auf der Tagesordnung oder auf der Agenda waren. Was sind denn dann unsere deutschen Interessen und in dem Sinne dann auch die europäischen Interessen, die wir dann in eine solche Weltordnung
einzubringen haben. Im Moment ist mir das alles noch so, ja, wir machen werteorientierte Außenpolitik, wir machen feministische Außenpolitik. Mir ist noch nicht klar, was das wirklich in dem Rahmen dieser neuen Weltordnung dann für uns, für unsere Außenpolitik, für unsere Wirtschaftsbeziehungen bedeutet. Und diese Diskussion haben wir ehrlich gesagt auch ein Stück weit in der SPD noch nachzuholen. Also ich neige dazu, Dagmar, eine Nachfrage zu stellen, weil sie nicht unspannend ist. Weil wir bewegen uns ja nicht nur in dem wirtschaftlichen Rahmen, sondern bewegen uns bei der internationalen Debatte in unterschiedlichen kulturellen Rahmungen. Und ich habe sehr den Eindruck, dass wir diesen Teil gerade aus dem Blick verlieren. Also keine Debatte jetzt über Goethe-Institute und sonst was, aber da taucht ein Problem auf, für das wir eine Antwort finden müssten. Ja, wir haben, also wenn wir über die kulturelle Dimension sprechen, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja auch immer die, die sagen, naja, aber irgendwie Menschenrechte sind irgendwie auch eine kulturelle Frage. So. Das war nicht gemeint. Dann musst du es nochmal deutlicher machen. Nein, die Frage ist, Menschen spielen selbst bei gleichen Grundwerten nach anderen Regeln, in Afrika, in Asien und anderswo. Und wir sozusagen machen uns keine Gedanken darüber, dass diese Regeln anderen sind, sondern tun so. Das ist ein Teil unseres Vermittlungsproblems, glaube ich, dass sie nach den gleichen Regeln spielen und denken. Und ich glaube, da müssen wir was dazulernen. Aber genau das meinte ich. Genau das meinte ich, dass wir sozusagen mit unserem Anspruch sozusagen, dass das vorbei ist. Und deswegen war es auch gut und richtig, dass Olaf Indonesien, dass er Senegal, dass er Südafrika, ja, so, dass wir auch einen neuen Zugang nach Lateinamerika suchen, dass wir eben genau diese Beziehungen neu aufbauen, stärken und diese nicht mehr so gestalten wie früher. Ja, sondern dass wir sie, ich mag dieses Wort eigentlich nicht und gut, dass Gerhard Merz nicht hier ist, auf Augenhöhe gestalten. Ja, so, und den Respekt vor den Interessen, die eben die anderen auch berechtigterweise haben, ernst nehmen und das dann in einem fairen Verfahren in Austausch bringen. Und ich glaube, dass es auch dafür schon eine neue Erkenntnis gibt, dass das so ist, aber dass noch nicht richtig klar ist, wie das dann am Ende aussieht. Sophie, ist das für die Jusos ausreichend oder haben die draufzulegen? Das könnte ich jetzt, glaube ich, aus dem Stand in die genauen Details müssen wir dann, glaube ich, nochmal gucken. Ich glaube, was wichtig ist, ist dieses, also ob man es Augenhöhe nennt oder da gibt es wahrscheinlich auch andere Sichtweisen, aber gerade was eben die Länder des globalen Südens betrifft, dass es da auch einen Paradigmenwechsel gibt. Und ich glaube, das ist jedenfalls meiner Perspektive nach auch gerade seit dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine nochmal deutlich geworden, dass ja immer auch diese Frage, du hast es eben angesprochen, mitspringt, was passiert denn danach und wie waren die Beziehungen vorher, wie sind sie danach? Und da ist, glaube ich, aus Juso-Perspektive so ein Punkt, was ich bei den Jusos immer erleben durfte, ist, dass internationale Solidarität natürlich einerseits sich programmatisch äußert und dass diese ganzen Fragen eine Rolle spielen, aber dass sie natürlich auch an Personen, an der Begegnung, am Austausch hängt und dass unsere internationalen Netzwerke, die europäischen, aber auch die internationalen mit den Jugendbegegnungen, die wir machen, sowohl im Kontext des Nahostkonfliktes, aber eben auch mit Jugendorganisationen in Lateinamerika, jetzt in der Frage mit den ukrainischen Partnerinnen und Partnern, dass die auch eine Grundlage schaffen, sowohl langfristig als auch eben in konkreten Situationen dann auch zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist aus unserer Perspektive was man dafür auch dringend pflegen muss. Und zwar nicht immer erst dann, wenn es akut wird, sondern es wurde ja vorhin mit Bezug auf dich auch angesprochen, dauerhaft diese Kontakte zu pflegen, da in den Austausch miteinander zu gehen und auch da auf Augenhöhe mit Menschen, die ja perspektivisch hoffentlich auch in ihren Ländern, in ihren Gesellschaften politisch Verantwortung übernehmen, da im Austausch zu sein. Weil ich glaube, das schafft häufig auch eine Grundlage dafür, was dann später gemeinsam entstehen kann. Und da würde ich mir auf jeden Fall einerseits teilweise von der SPD, aber natürlich auch gesellschaftlich wünschen, dass wir das verstärken, dass wir zum Beispiel sagen, diese Austauschprogramme werden besser unterstützt. Das darf auch keine Frage des Geldbeutels sein, ob ein Kind, ein Jugendlicher in Deutschland an sowas teilnehmen kann, sondern das muss allen ermöglicht werden, weil davon eben auch miteinander profitiert werden kann. Das finde ich spannend. Kann ich den Bezirk Hessen-Süd ja auch mal loben, der ja die europäischen Jugendorganisationen und versucht hat, zusammenzubringen auf Initiative von unseren Jusos. Das fand ich schon mal einen guten Fortschritt. Volker, jetzt wird es schwierig, weil du hast einen Satz gesagt, der eigentlich der spannendste von denen ist. Du hast gesagt, es hängt ja alles zusammen.
Also kriegst du die Frage zurück, wenn alles zusammenhängt, was heißt das denn? Wie hängt dieser Krieg denn mit Umwelt, wie hängt er mit sozialer Gerechtigkeit und mehr zusammen? Ich würde nachher auch noch ganz gern auf dieses Thema Kultur kommen, nicht? Weil ich glaube, das ist mit ein Schlüssel. Nicht? Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Haben wir vorher drüber gesprochen. Da geht es um soziale Themen, da geht es um wirtschaftliche Themen, geht es um Umweltthemen. Und damit habe ich alles im Griff. Aber jetzt zu denken, ich kann Wirtschaft allein lösen, ohne das andere in den Blick zu nehmen, oder ich kann Gesellschaft allein lösen, ohne Wirtschaft und Umwelt in den Blick zu nehmen, das funktioniert nicht. Das hängt zusammen. Deswegen sagen wir auch, Nachhaltigkeit ist ein System, oder nachhaltig ist ein System nur, also zukunftsfähig, wenn ich alle drei Komponenten im Griff habe. Und die haben wir nicht im Griff. Und deswegen explodiert es überall. Es explodiert in der Wirtschaft, es explodiert in der Gesellschaft und es explodiert in der Umwelt. Nicht? Deswegen ist es, das ist eigentlich eine Krise. Schauen Sie Ukraine an, auch das ist nicht nur die Folge eines wild gewordenen Despoten, sondern es hängt auch mit Ressourcen zusammen. Das, nicht? Oder dieser Rückzug in den Populismus und in den Nationalismus, das ist einfach, weil die Welt zu komplex geworden ist. Die Leute verstehen das nicht mehr. Und dann denkt man, meine nationale Lösung ist doch viel einfacher als eine globale, nicht? Und zieht sich zurück. Und was uns die anderen Länder vorwerfen, auch zu Recht, wir haben einen unglaublichen eurozentristischen Blick. Jetzt sind 200.000 Leute gestorben, sagen die Amerikaner, 100.000 bei den Russen und 100.000 bei den Ukrainern. Das passiert laufend in der Welt und keiner regt sich drüber auf. Nicht? Und jetzt auf einmal ist es bei uns vor der Haustür und jetzt kommen wir mit unseren aufgeregten Reaktionen und reden von Zeitenwende und. Das haben wir schon lange. Und das zeigt, dass dieses Globalisierungssystem, wie wir es entwickelt haben, das hat viele Vorteile gebracht auf der Wirtschaft, aber wir haben die ganzen Themen noch nicht gelöst in der Umwelt und in der Gesellschaft. Es gibt einen wunderbaren politischen Philosoph in Zürich, Hampe, der sagt, wir brauchen eine dritte Aufklärung. Ich habe ihn gefragt, was meinst du damit? Eine globale Bildung. Eine globale Bildung, wir müssen auch verstehen, was Indonesier denken. Wir müssen verstehen, was Nigerianer denken. Wir verstehen nur Europa und Amerika. Alles andere verstehen wir nicht. Und mit diesem Konzept können wir keine Globalisierung entwickeln. Nicht? Also es ist schon, wenn man so will, das Resultat einer sehr starken Fokussierung auf die Wirtschaft. Globalisierung ging eigentlich immer nur um Wirtschaft. Es ging nicht um Gesellschaft und es ging nicht um Umwelt. Und das müssen wir jetzt nachholen. Und meine Sorge ist nur, wir sind da an einem Tipping Point, wo wir erstmal durch ein tiefes Tal der Tränen jetzt durch müssen. Hätten wir 20 Jahre früher reagiert, wäre das alles viel einfacher gewesen. Aber da waren wir noch nicht bereit, einfach als Gesellschaft. Also ich glaube, nicht das, was ihr seinerzeit erlebt habt hier in Hessen, das war schon ein globales Phänomen. Das war nicht nur hier in Hessen, wo es halt an ein paar Stimmen dann schiefgegangen ist, irgendwie in eine neue Richtung zu gehen. Danke. Problem richtig beschrieben, Dagmar? Aus der Sicht der, die es heute aktiv mitgestalten muss? Ja, deswegen ist die Aufgabe ja auch nicht klein, die da gerade so vor uns liegt. Aber genau das ist das, wo ich glaube, dass dieser Erkenntnisgewinn so langsam da ist. Also das, aber das macht die Auseinandersetzung auch härter, weil sich diese Systemfrage eben stellt. Und die Kräfte, die ihre Interessen so und auch ihre Machtstrukturen so erhalten wollen, wie sie sie haben, die werden natürlich, je größer der Druck ist, sich auch entsprechend wehren. Und da ist es, glaube ich, dass das Erste, was wir schaffen müssen, und das sehen wir gerade, wie schwierig das ist, wieder rationale Diskurse zu entwickeln. Deswegen habe ich so ein bisschen Sympathien für eine nächste Aufklärung. Weil das, was wir bei dem Brexit in den USA gesehen haben, das, was wir beim Brexit in Großbritannien und dann auch mit Trump in den USA gesehen haben, ist ja, dass wir Diskussionen, dass wir Debatten bekommen, die nur noch sozusagen mit gefühlten Wahrheiten arbeiten. Also es ist wichtig, was ich gerade fühle, und das ist dann auch richtig, unabhängig davon, welche Fakten dahinter stehen. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand in einer Zeit, in der wir so viel Veränderung für die Menschen gut
hinkriegen müssen. So. Und deswegen ist immer wieder zu gucken, dass wir auf eine Sachebene zurückkommen, dass wir in einer, dass wir wieder einen Debattenmodus finden, in dem man sich auf gemeinsame Grundlagen einigt, auf denen man dann debattiert. Das wieder hinzukriegen, wird, glaube ich, die Voraussetzung dafür sein, diese Veränderungen in unserer Gesellschaft dann auch umsetzen und durchsetzen zu können. Ich finde es deswegen spannend, weil es ja möglicherweise auch eine Art des Regierens verändern müsste. Weil wir regieren im Moment in der Notstandsvariante, da muss alles schnell gehen, im Moment. Die Frage ist, ob wir nicht in der Verteilung zwischen öffentlicher Debatte, also wir gehen in die Debatten rein und sagen, das ist so, oder wir holen Experten, die sagen, das ist so und so, wir nicht sehr viel stärkeres Gewicht drauf legen müssen, als zu versuchen, von oben Entscheidungen zu treffen, die richtig sind, aber wo die Leute noch gar nicht begriffen haben, dass sie wichtig für sie sind. Nee, ich glaube, das, was auch die Erwartung ist an uns, ist, dass wir klar sagen, wo es hingeht. Also, dass Orientierung da ist, dass man weiß, da geht es jetzt lang, das ist die Entscheidung, dafür, das ist sozusagen die Richtung. Dann kann man das gut oder schlecht finden, aber man hat diese große Unsicherheit, die ich im Moment wahrnehme, hat ja damit zu tun, dass keiner so richtig weiß, wo geht es denn überhaupt hin und wo stehen wir denn überhaupt in dieser ganzen Auseinandersetzung. Und deswegen ist es wichtig und richtig zu sagen, das ist jetzt sozusagen der Weg, den wir gehen. Das widerspricht überhaupt nicht dem, sondern ist aus meiner Sicht die Voraussetzung dafür, dann diese Diskussionsräume dazu auch zu eröffnen, weil es bleibt ja genug Spiel sozusagen in der politischen Debatte, sich dann auseinanderzusetzen. Nur ich glaube, dass diese Frage einer Orientierung im Moment wichtig ist, dass man weiß, da geht es lang. Das ist wichtig für die Gesellschaft, das ist wichtig für die Wirtschaft, damit sie auch weiß, nee, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ja, also Atom ist jetzt mal gut. Ja, April und dann ist Schicht im Schacht. Es wird kein neuer Brennstab gekauft, Ende Gelände. So, und dass man sich dann auch darauf einstellen kann und sagen kann, das sind dann sozusagen auch die Anpassungen, die ich gewissenhaft vornehmen kann, wo ich investieren kann, wo ich mich sicher fühlen kann, dass das dann auch für die nächste Zeit gilt und dass das sozusagen auch gewollt ist. Ich glaube, dass wir eine Zeit sind, in der wir eher ein bisschen mehr Orientierung brauchen als sozusagen zerfaserte Debatten, aber dass wir gleichzeitig eine gesellschaftliche Debatte parallel darüber brauchen, was sind denn, wie wollen wir denn in dieser Welt zusammen leben und sind denn diese Werte von Solidarität, von wir stehen füreinander ein, wir machen das gemeinsam als Gesellschaft, welche Bedeutung haben die noch? Und dann mag ich mal so einen provokativen Punkt machen, weil der auch in meiner Partei, ich da schon länger immer ein bisschen allein stehe mit diesen Vorstellungen. Für diese Solidarität, für dieses gemeinsam etwas zu machen, braucht es ja immer irgendwelche symbolischen Debatten. Und ich glaube, dass diese Debatte um eine Dienstpflicht, damit wir jetzt hier mal so ein bisschen Generationen, ja, muntere Diskussion kriegen, ist diese Dienstpflicht ein ganz, ganz wichtigen Punkt, wo ich meinen Bundespräsidenten voll unterstütze, dass ich glaube, dass das gerade zur jetzigen Zeit eine gute Initiative wäre. Ja, genau, das hätte ich dir jetzt auch zugesprochen. Vielleicht fange ich mal mit dem an, wo ich viel Sympathie oder habe oder wo ich das teile, was Dagmar gesagt hat. Ich glaube, dieses Thema wieder die Debatte stärker auch rational zu gestalten, da habe ich viel Sympathie für und ich merke auch in meiner Generation bei uns, dass eine Zeit lang ist dieses Thema so Aufregungsökonomie doch wieder mehr Leuten auch bewusst wird und dass es gerade in den aktuellen Debatten, die eine Rolle spielen, auch wieder den Drang gibt, das ein bisschen wieder runterzuholen teilweise von der Ebene. Und das ist was ich mir sehr stark wünsche und da sind wir, glaube ich, nah beieinander. Bei der Dienstpflicht, das ist gut, dass jetzt hast du auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es hier ein bisschen kontroverser wird auf dem Podium. Bin ich natürlich Vorsitzende und auch Teil eines Verbandes, der sich da eindeutig positioniert und ich bin da übrigens auch völlig einer Meinung mit dieser Position. Also ich bin da jetzt auch niemand, der dagegen gestritten hat. Ich finde diesen Dienstpflichtaufschlag erstens tatsächlich schwierig, wenn er aus einer Position kommt, auch aus einer Altersgruppe in dem Fall ja, von jemandem, der quasi wahnsinnig weit entfernt ist von der Lebensrealität, die junge Menschen gerade erleben. Und
die auch, finde ich, teilweise dieser Generation, um die es ja dann geht, perspektivisch überhaupt nicht gerecht wird. Also gestern war das Thema Wahlalter 16 bei den Europawahlen im Deutschen Bundestag und wir haben damit geworben, dass junge Menschen, die jetzt 14 sind, in 2 Jahren bei der Europawahl ihre Stimme mit abgeben können. Und darauf kriegen wir extrem viel positives Feedback. Das hat richtig was bewegt. Das hat auch ganz viel überrascht, dass das jetzt überhaupt eine Rolle spielt. Und da merken wir, dass die Sozialdemokratie auch dafür sorgt, dass junge Menschen mitbestimmen können über ihre eigenen Lebensrealitäten. Und ich finde, dass das Wahlalter 16 auch in der Debatte zeigt, dass da ein wahnsinniger Drang danach ist zu beteiligen. Über 50% der jungen Menschen engagieren sich schon ehrenamtlich. Das ist ja auch nichts, was irgendwie eine Minderheitsposition ist, sondern ganz, ganz viele tun das schon. Aber gleichzeitig gibt es natürlich, und ich kann das auch nachvollziehen, den Eindruck, man wird bevormundet, wenn es um so eine Dienstpflicht geht. Und der Beitrag zur Gesellschaft wird quasi an dieser Dienstpflicht gemessen und nicht anhand von anderen Kriterien. Das finde ich in einer Situation, wo viele junge Menschen immer noch nicht wissen, kann ich mir ein Studium eigentlich leisten, was mache ich dann mit diesem Studium, finde ich einen Ausbildungsplatz, der so gut vergütet ist, dass ich davon überhaupt zu Hause ausziehen kann und gibt es eigentlich den Ausbildungsplatz noch, den ich gerne haben möchte und wenn ich ihn dann habe, gibt es damit auch eine Jobperspektive, also gerade ja in Hessen als Industrieland bei irgendwie Automobilzulieferern oder ähnliches, gibt es dann eigentlich diese Jobs noch, für die ich diese Ausbildung gemacht habe, finde ich die Debatte der Dienstpflicht geht mir so ein bisschen in eine falsche Richtung. Deswegen glaube ich, wir müssen da viele Aspekte stärken und auch zum Beispiel alles, was freiwilliges Soziales, freiwilliges Ökologisches ja und Ähnliches ist, auch nochmal besser ausstatten und dafür sorgen, dass das für mehr junge Menschen attraktiv wird. Aber ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass alles, was für mich irgendwie verpflichtend war in meiner Jugendzeit, nicht so attraktiv war. Ich bin in der 10. Klasse, als alle meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden in die USA gegangen sind, nach Großbritannien für ein Jahr oder ein halbes, bin ich 3 Monate nach Polen gegangen, weil das Schulaustauschprogramm, was wir damals hatten mit einer Schule in Polen, seit 20 Jahren bestand und jedes Jahr polnische Schülerinnen und Schüler für 3 Monate zu uns gekommen sind und es ist nie jemand aus Deutschland, also aus meiner Schule, dahin gegangen, sondern 20 Jahre sollte es einen wechselseitigen Austausch geben, der immer nur von einer Seite bedient wurde und mein Klassenlehrer, der hat das damals betreut und ich habe gesagt, das finde ich wirklich unerträglich. Das finde ich ein Skandal, dass es dann überhaupt ein Austauschprogramm gibt und wir quasi sagen, ja, ist ja nett, dass ihr zu uns kommt, aber wir kommen nicht zu euch, das interessiert uns nicht. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht und diese paar Monate haben meine Perspektive zum Beispiel auf das Thema Frieden und Aufarbeitung der NS-Vergangenheit völlig verändert. Ich hätte das aber nicht gemacht, wenn das irgendwie zum Pflichtprogramm gehört hätte. Und ich glaube, ähnlich ist es bei der Dienstpflicht. Das sorgt bei ganz vielen nicht für Motivation, sondern eher für eine Abwehrreaktion. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir diese Debatte von wie übernehmen junge Menschen Verantwortung für die Gesellschaft, wie beteiligen sie sich anhand von anderen Punkten führen, aber nicht anhand von dieser Dienstpflicht. Ich finde übrigens auch, also wenn man das durchsetzen will, würde ich auch das Framing verändern. Dienstpflicht ist jetzt, glaube ich, auch nicht die Formulierung, die für Begeisterungsstimme sorgt, aber vielleicht findet sich da ja noch was anderes. Ich würde tatsächlich dazu neigen, zurückzuprovozieren, weil Maßnahmen pädagogischer Art müssen die richtige Altersgruppe treffen. Und wenn ich das mal ganz flapsig sage, wenn wir über eine Dienstpflicht reden, kann ich mir eine Dienstpflicht vorstellen für die zwischen 27 und 40, weil da sitzen die Ego-Shooter dieser Gesellschaft, um es mal rotzig zu formulieren, stärker als bei den Jungen, die mit Fridays for Future gezeigt haben, dass sie eine Idee haben, wie Gesellschaft anders funktioniert. Also ich glaube, das geht aneinander vorbei. Doch. Gut, dass ich noch 26 bin, dann falle ich gerade noch so nicht runter. Ja, danke. Du kriegst natürlich eine Antwort. Ich werde auch raus, nur andersrum. diese Gruppe in den Blick zu nehmen und dort sozusagen eine Dienstpflicht zu verankern. Ich teile das nicht, dass das die Ego-Shooter sind. Das ist diejenigen, die ihre Familie aufbauen, die versuchen müssen, ohne Kinderbetreuung Arbeit und Familie unter einen Hut zu kriegen, sind diejenigen, die dann auch noch ihre Eltern mitpflegen müssen. Also
Ich glaube, da ist Solidarität schon ein Stück weit angekommen. Mir geht es darum, dass wir als Gesellschaft eine Aussage treffen. Dass wir als Gesellschaft eine Aussage treffen, ist für alle gesorgt, wenn jeder für sich selber sorgt. Ja, oder haben wir einfach als Teil dieser Gesellschaft auch eine Verpflichtung gegenüber der gesamten Gesellschaft? Dafür kann man sich dann Symbole suchen, an denen man das deutlich macht, aber am Ende des Tages geht es um diese inhaltliche Frage. Bin ich sozusagen nur meinem eigenen Interesse verpflichtet? Okay. Ja? Oder gibt es etwas, was durchaus auch eine Pflicht ist gegenüber der Allgemeinheit? Eine Pflicht in einer Demokratie, wo wir in so einer Konsumentenhaltung sind. Ja? Also wir lehnen uns mal zurück und dann bewerten wir mal, was alle anderen so machen, irgendwie zwischen 1 und 10, Daumen hoch, Daumen runter. Und das ist dann unser Verständnis von Demokratie, dass wir das bewerten dürfen. Das ist aber keine Demokratie. In einer Demokratie muss man selber Teil des Ganzen sein und darin seine eigene Verantwortung übernehmen. Und dafür, dies wieder deutlich zu machen, dass das so ist, dafür finde ich, aber ich möchte es jetzt nicht ausdiskutieren, Dienstpflicht eine gute Möglichkeit, das mal zur Sprache zu bringen. Naja. Ich denke, das, was gesagt worden ist, was ich erreichen will, da ist ja Konsens. Nicht? Ich will, dass man sich in einer demokratischen Gesellschaft engagiert. Und zwar eigentlich über alle Altersklassen. Man kann auch über eine Dienstpflicht der Rentner nachdenken, nicht, finde ich. Die Frage ist nur... Wir haben die schon in der Kinderbetreuung. Ja, nicht? Für mich ist wirklich mehr die Frage, die Sophie aufgestellt hat, nicht, wie erreiche ich denn das, was ich eigentlich erreichen will? Ist eine Dienstpflicht das beste Vehikel dafür oder ist es eigentlich eher die Entwicklung eines Mainstreams dahin? Es ist einfach, es gehört dazu und ich fühle mich frei. Ich kann es nicht entscheiden. Also ich habe durchaus Sympathie dafür zu sagen, nein, das erwarte ich von jungen Leuten schon, dass die sich an irgendeiner Stelle formal engagieren für die Gesellschaft. Das hat bei mir durchaus Sympathie, aber ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. Für mich persönlich, ich tue mich damit nicht schwer. Nicht? Aber das Wichtigste ist ja, ich will das Ding erreichen, dass die Leute sich wirklich sozial engagieren, also gesellschaftlich engagieren. Das ist das Ziel. Und da kann man trefflich streiten, was der beste Weg ist. Ich behaupte nicht, ich habe die Weisheit gefressen. Nicht? Ich habe nichts gegen eine Dienstpflicht. Also ich glaube, wir haben eine der zu diskutierenden Fragen mal auf den Tisch legen und ihr könnt sie nachher mit nach Hause nehmen und weiter diskutieren, weil das wird nur etwas länger dauern, weil in der Tat, wie gesagt, Volker hat es richtig gesagt, ich glaube, im Ziel sind wir uns alle einig, auch in der Einschätzung, ob das Instrument funktioniert, da wäre ich zu sehr Pädagoge, um das zu glauben, aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde gern, Volker, bei dir nochmal weitermachen bei dem Zusammenhang der Krisen. Weil wir reden jetzt alle bei den vielen Krisen immer über Klimakrise. Es gibt andere Menschen, die reden darüber, dass die Erde planetare Grenzen setzt. Das heißt doch, da muss es doch noch mehr geben als das Klima. Ja, das ist in der Tat etwas, was mich auch stört, dass man alles am Klima festmacht und sagt, wenn ich das CO2 im Griff habe, dann sage ich, alles gut. Da ist mitnichten alles gut. Das ist, weil eigentlich geht es um Naturressourcen. Das ist das Thema. Denn alles, was hier ist, kommt irgendwo aus der Natur. Es gibt nichts anderes außer unserem Hirn und das, was ich an Materialien in der Natur habe. Und die sind alle knapp und die sind alle übernutzt. Warum haben wir denn die schrecklichen atmosphärischen Zustände in Mexiko, in Delhi, sonst was? Nicht, wir überladen die Atmosphäre, wir überladen die Flüsse, wir überladen die Böden und uns fehlen gleichzeitig Ressourcen eigentlich, um in dem Stil weiterzumachen. Das geht nicht. Wir haben einfach ein wichtiger Punkt vielleicht an der Stelle nochmal um die planetaren Grenzen. Die gibt es natürlich, aber wo die liegen, hängt von der Technik ab. Haber-Bosch-Verfahren. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden. Damit hat man geschafft, Kunststoffdünger zu erzeugen, Stickstoff. Wir wären nie bis 8 Milliarden gekommen, die wir einigermaßen ernähren können, hätten wir nicht dieses Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Wir wären heute bei 4 bis 5 Milliarden. Das heißt, durch unsere Technik
haben wir die planetaren Grenzen völlig nach außen verschoben. Nur sind eben bestimmte Themen, die sind einfach endlich, weil die Ressourcen, ich meine, das war schon Club of Rome, nicht? Der deutlich, die lagen falsch, es ist nicht das Licht ausgegangen, sondern es gehen uns andere Ressourcen aus, nämlich, wenn man so will, die Mülldeponie Atmosphäre ist voll, die Mülldeponie Ozean ist voll, die Mülldeponie Flüsse ist praktisch voll, nicht? Und wir müssen einfach verstehen, dass das bisherige Modell, wie wir Wohlstand generiert haben, ist halt nicht zukunftsfähig. Die Businessleute haben alle verstanden, ich kann, wenn ich mein Lebensunterhalt aus Kapital finanziere, dann kann ich nicht das Kapital auffressen, sondern ich kann eigentlich nur das nutzen, was an Erträgen da ist. Und das machen wir mit der Natur nicht. Wir fressen unser Naturkapital auf und da sind wir an der Grenze. Und es ist nicht nur CO2, sondern das ist beim Wasser, das ist beim Boden, das ist bei den seltenen Erden, bei allen Ressourcen. Das heißt, dieses Thema, wie kriege ich eigentlich eine Kreislaufwirtschaft hin? Wieder nutzen dessen, was ich irgendwo weggeschmissen habe oder so. Das ist eigentlich das zentrale Thema. Klima ist halt das, was jetzt der erste Faktor ist, der irgendwie die Welt zum Explodieren bringt. Aber wenn wir das Klima gerettet haben, haben wir noch nichts erreicht. Jusos, was wollt ihr machen? Das ist aber eine große Frage. Ja, also ich bin voll bei dir, ne? Wenn wir das Klima gerettet haben, dann geht es quasi erst richtig los, aber wir merken ja schon an dem Punkt, dass es schwierig wird, also wir merken, dass quasi schon dieser Punkt ja jetzt nicht einfach als Selbstläufer erreicht wird. Und ich glaube auch, also das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, aber ich glaube, das ist schon auch bei uns verwandt, dass sich ganz viele Fragen, wir hatten vorhin den Zusammenhang mit Wirtschaft und Ökonomie von Verteilung, von Vermögen, von Gerechtigkeit in diesem Aspekt auch nicht lösen werden, wenn wir den Bereich Klima gelöst haben, sondern dass diese Fragen erstmal bestehen bleiben und dass da auch die Auseinandersetzungen dann weiterhin geführt werden müssen. Und das ist aus meiner Perspektive ja der Punkt, weswegen wir sagen, alleine übers Klima zu reden und alles anhand von Maßnahmen, die irgendwie alle gleich belasten und besonders dann bei denen einschlagen, bei denen es eh schon wenig ist, gerade in der aktuellen Situation, eben nicht die Lösung sind, sondern die Frage von, wer kann sich in unserer Gesellschaft bestimmte Sachen im Hinblick auf Klima oder im Hinblick auch auf Kreislaufwirtschaft, also jeder, der das selber mal probiert, irgendwie Müllreduzierung im eigenen Alltag und ähnliches, der merkt ja, dass das leider nicht dazu führt, dass man unbedingt Kosten vergünstigt, sondern dass es teilweise erstmal jedenfalls auch sehr, sehr teuer wird. Und deswegen ist aus User-Perspektive und auch aus der Frage, wie schaffen wir es denn gesellschaftlichen, auch globalen Zusammenhalt mit diesen ganzen Aufgaben zu halten, ist aus meiner Sicht der Schlüssel, eben auch zu sagen, wir müssen diesen sozialen Ausgleich schaffen. Wir müssen es schaffen, dass Vermögen, dass Chancen gleich verteilt sind oder gleich her auf jeden Fall, als es jetzt der Fall ist. Sonst schaffen wir diese großen Aufgaben auch nicht. Sonst verlieren wir ganz, ganz viele Menschen, die eben mitbekommen, sie werden abgehängt an dem Punkt und sie werden quasi zugunsten dieses Themas, was aus meiner Sicht mittlerweile fast jeder wichtig findet, aber eben jeder sich nicht gleich leisten kann, werden sie abgehängt. Und deswegen wird das, glaube ich, eine der großen Aufgaben, die sich daran mit anschließt. Wie schaffen wir das miteinander in Einklang zu bringen und dann dieses sozial-ökologisch, was wir immer gerne überall hinschreiben und mit dranhängen, dann auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Ich nehme mal ein Zitat von Ottmar Edenhofer, der auf einem Klimaempfang gesagt hat, Leute, mit dem Klima ist es theoretisch ziemlich einfach. Wir machen einen extrem hohen CO2-Preis und treiben den schrittweise steil nach oben, Schritt 1. Schritt 2, wir brauchen dafür aber ein riesiges Ausgleichspaket, weil ein hoher CO2-Preis sozial völlig ungleichmäßig wirkt. Das Ausgleichspaket wird im Zweifel höher sein als die wir bisher hatten. Ich zitiere immer noch. Und eine Gesellschaft muss sich überlegen, ob sie das hinkriegt, also sozusagen den Ausgleich zu organisieren. Und dann bin ich jetzt tatsächlich bei dir, Dagmar, weil das fällt ja nicht ganz unwesentlich in deinen Arbeitsbereich. Nee, und das ist natürlich auch sehr simpel gedacht.
weil wir natürlich genau diese Dinge alle parallel tun müssen. Ja, also wir müssen auf Klima gucken, wir müssen auf Ressourcen gucken. Und das wird nicht, das werden keine Marktmechanismen lösen. Also wir können es noch so teuer machen, das wird trotzdem nicht dazu führen, sondern wir werden auch ordnungspolitisch handeln müssen. Wir werden teils von mir aus auch über Preis, da kommen wir eh nicht mehr hinter, handeln müssen. Wir werden aber vor allem, wenn es nach uns Sozialdemokraten geht, über Alternativen handeln müssen. Und das ist immer so das, wo ich sage, da müssen wir endlich die Weichen richtig stellen und die Dinge ins Laufen bringen. Weil ich habe diese Diskussion um, machen wir bis 30 das oder bis 35 das, die habe ich so satt, weil die uns nicht einen Millimeter weiterbringen. Da werden Diskussionen drüber geführt. Es geht darum, das zu implementieren, es endlich auf die Straße zu setzen. Wir haben in Deutschland für fast jedes Problem eine technische Lösung. Es gibt unglaublich vieles, was wir haben, was aber nicht angewandt wird, weil es sich nicht rechnet, weil es dafür den Markt nicht gibt, weil es dafür die Vorschriften ordnungspolitischer Art nicht gibt. Und ich glaube, dass wir genau aus diesem, dass wir diese hohe Innovationskraft, die wir haben, mit den Rahmenbedingungen, die wir setzen, in Gang bringen müssen, damit wir all diese Dinge zum Laufen kriegen. Gerade Frage Recycling, da braucht es Vorschriften. Was darf ich noch miteinander vermischen, ja, damit ich es hinterher wieder nutzen kann? Da bedarf es also Vorschriften, es braucht Strukturen, die das wieder einsammeln und es muss vor allem am Ende für die Leute einfach und günstig sein. Weil das ist der Kernpunkt, warum Dinge nicht gelingen. Sie gelingen nicht, wenn sie kompliziert sind. Es ist, glaube ich, nirgendwo auf der Welt so kompliziert, sein stinknormales Leben organisiert zu bekommen wie in Deutschland. Ne? Wenn ich mir überlege, nur irgendeinen, ich bin ja jetzt Historikerin, also Geisteswissenschaftlerin und habe zusammen mit dem Vater meines Sohnes, der studierter Verwaltungswirt ist, versucht, einen Kindergeldantrag auszufüllen als Unverheiratete. So, wir haben ihn zweimal zurückgeschickt bekommen. So, und wir lachen darüber, weil wir so lange warten können aufs Kindergeld. Es gibt aber ganz viele Familien, die können das nicht. Das heißt, das Leben in Deutschland zu organisieren, ist so schon kompliziert und anstrengend genug. Und deswegen ist Voraussetzung dafür, dass alles das gelingt, dass man sich auf die Veränderung einlässt, ist es, dass das Leben leichter wird, dass es einfacher wird, dass es handhabbar ist, dass die Veränderungen, die passieren, in das Leben der Menschen reinpassen und sie nicht sozusagen ihr Leben komplett ausrichten müssen an neuen Anforderungen, die sie nicht in der Lage sind zu bewerkstelligen, weil dann ist Schluss. Und ich glaube, das alles zusammenzudenken, das ist die große Aufgabe. Dafür haben wir, ich mache jetzt keinen sozusagen, ich erzähle jetzt nicht, was wir schon alles Tolles machen, das gibt es demnächst in Broschürenform, sondern genau diese ganzen Dinge anzugehen, in Gang zu setzen, dafür haben wir erste Schritte getan. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass das am Ende des Tages auch wirklich gelingen kann. Also ich glaube, ich habe eine Lösung, wie es gehen kann. Und die ist relativ simpel. Nicht? Nehmen wir das Beispiel Wasser. Da sind wir alle gewohnt, ich zahle für das Wasser, das ich bekomme, das aus dem Hahn läuft, und ich zahle für das Wasser, das durch den Abguss oder die Toilette wieder abfließt. Ich zahle den kompletten Kreislauf. Warum mache ich das nicht beim CO2? Ich kann inzwischen CO2 aus der Luft rausholen. Das heißt, ich als Verbraucher zahle, dass ich Ressourcen kriege, Wasser, und ich zahle, dass das auch wieder aufbearbeitet wird. Beim Müll mache ich es fast schon, nicht ganz so, aber es geht in die Richtung. Nicht? Ich zahle die Verpackung mit, wenn ich irgendwas kaufe, wie dieses hier, da ist irgendwas drin, und ich schmeiße die Dinge weg und zahle aber auch für den Müll. Und der wird dann halt verbrannt oder sonst was, das ist noch nicht perfekt, aber im Prinzip, das System funktioniert. So, und jetzt frage ich, warum machen wir das nicht? Wenn ich CO2 in die Luft puste, ich nutze mein Auto, puste CO2 in die Luft, warum soll ich nicht dafür zahlen, dass ich das mache und dass man es wieder rausholt? Und die sozialen Komponenten, die das natürlich hat, also ich komme gleich noch zum Thema Nahrung, nicht? Die sozialen Komponenten, die das hat, die muss man eben anderweitig kompensieren, aber an dem Prinzip darf ich eigentlich nicht vorbei, nicht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, irgendwie zu sagen,
das sozialisieren wir komplett, was irgendwie in der Atmosphäre passiert, was im Wasser passiert, was im Boden passiert, sondern es muss bei dem Verbraucher irgendwo was ausmachen. Die sozialen Komponenten muss ich anderweitig kompensieren. Ein wichtiges Thema an der Stelle ist wirklich Ernährung. Also wenn es um das Thema Landnutzung geht, Verschmutzung geht, Biodiversitätsverlust geht, ist ein ganz wesentlicher Schlüssel Ernährung. Warum ist es so schwierig, auf 70-75% des Fleisches zu verzichten? Also alle in meiner Generation, die kennen das. Wir hatten früher den Sonntagsbraten, gab es halt wirklich. Ich habe nie als junger Mann oder Kind irgendwie das als ein Defizit wahrgenommen, dass es halt nur zweimal Fleisch gab. Nicht? Den Konsum umzustellen ist ein ganz einfaches Mittel. Das tut niemand weh, im Gegenteil. Nicht? Der Lancet kann man nachlesen. Wir essen viel zu viel Fleisch, das ist ungesund für uns. Und es ist ungesund für die Umwelt, das kostet nur. Nicht? Also es gibt viele Möglichkeiten, genau das über einen Preis eigentlich in die Richtung auch zu treiben. Also Schlagwort dafür ist Internalisierung externer Kosten. Und diese Mehrkosten, die ich dann habe, muss ich nutzen, um die Kreislaufwirtschaft zu zahlen. Also ganz einfach. Lass die Sophia erstmal, Dagmar, und dann du. Ja, also zwei Gedanken, die ich quasi zu diesem Vorschlag habe, der das lösen soll. Ich glaube, dass diese Preisregelung bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert, aber solange wir Menschen haben, die, egal wie hoch wir diesen Preis heben, den immer bezahlen können, wird das CO2 ja erstmal in dem Kontext nicht weniger und wir brauchen ja weniger. Und ich glaube, das ist so einer der Punkte, wo ich in den letzten Jahren festgestellt habe, dass man über den Preis nicht unbedingt alles geregelt bekommt, sondern das ist dann, glaube ich, das, was Dagmar eben schon mal angesprochen hat, wo wir halt auch runter müssen. Wenn ich da kurz gegenhalten kann, das ist ein logischer Fehler. Ich gehe nicht auf das Modell von Ottmar Edenhofer ein. Der sagt einfach, ich mache einen Preis höher. Ich sage, der Preis, den ich zahle, der impliziert, dass ich die Umweltschäden wieder zurückführe. Ich erhöhe nicht einfach die Steuer, CO2 wird nicht nur teurer, sondern das Geld, das ich mehr ausgebe, nutze ich, um das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszunehmen. Genauso wie ich es beim Wasser mache. Nicht? Deswegen, wenn jetzt einer 10-mal so viel CO2 ausstößt wie ich, ja, zahlt er auch genauso viel, dass das, was er ausstößt, wieder zurückgeführt wird. Ich glaube, da ist ein logischer Fehler drin. Nee. Mach mal. Nee. Nämlich, wir haben ja jetzt gesehen, dass es nicht funktioniert. Ja, also die Benzinpreise sind durch die Decke gegangen. Und die Menschen bei mir im ländlichen Raum sind trotzdem Auto gefahren. Aus dem einfachen Grund, weil sie gar nicht anders können, als Auto zu fahren. Und deswegen ist diese Steuerung über Preis, ja, selbst wenn ich denen jetzt einen Teil als Anreiz zurückgegeben hätte, wenn sie weniger fahren, in diesem ganzen Preisspiel haben die, solange die Alternativen nicht da sind, keine Möglichkeit. Die Idee ist ja sogar bei uns im Koalitionsvertrag verankert. Ja, also wir nehmen das, machen CO2-Preis drauf, nehmen das Geld und verteilen sozusagen, die Grünen wollen das gerne als Kopfpauschale wieder zurück an die Leute. So, ich glaube nicht, dass diese Dinge funktionieren, weil die funktionieren nur in der Theorie. In der Praxis der Menschen ist es viel komplizierter, als dass ich über Preise steuern könnte. Und das möchte ich auch nochmal an dieser Geschichte Fleisch festmachen. Das muss doch jeder verstehen. Ja? Fleisch ist total schlecht für alles und überhaupt. Und die Tiere, denen geht es dann auch noch dreckig. Und warum essen die Leute Fleisch? Die Menschen essen deswegen Fleisch und gerade diejenigen, die sich das früher nicht leisten konnten, weil das eine kulturelle Komponente hat, weil man es sich jetzt leisten kann und weil das etwas ist, was für einen wichtig ist. Und wenn man das nicht versteht, dass in bestimmten Bereichen der Gesellschaft das nicht nur ist, seid ihr blöd, dass ihr das einfach nicht versteht, sondern dass eine kulturelle Dimension hat, dass man bestimmte Dinge in seiner Familie erreicht hat, die vorher nicht da waren, dann versteht man auch nicht, wie man steuern muss, ja, nämlich nicht einfach nur über den Preis, wenn man diese Dinge wirklich verändern möchte. Ich glaube, alle, die denken, wir regeln das über Marktmechanismen, wie super sozial ausgeglichen ich sie am Ende auch gestalten mag,
glaube ich, läuft am Ende Gefahr, dass es nicht funktioniert. Sondern man kann in bestimmten Bereichen von mir aus versuchen, Marktmechanismen zu nutzen, aber ohne ordnungspolitische Maßnahmen, ohne Alternativen und ohne ein kulturelles Verständnis dafür, dass Gesellschaft nicht nur sozusagen aus denjenigen besteht, die eigentlich Fleisch sowieso noch nie mochten und jetzt das sozusagen auch noch moralisch bewerten können. Ich provoziere einfach mal ein bisschen, ja, so wird es nicht gelingen, sondern es wird, ich habe eine Wahlkampfveranstaltung gehabt, das war ganz super, da war einer von Science for Future. Der hat an ganz vielen Charts vorgerechnet, wann man was alles wie reduziert haben muss, und hat mich dann gefragt, warum machen Sie das nicht? Dann habe ich gesagt, naja, man braucht dafür schon eine gesellschaftliche Mehrheit. Dann guckt er mich an und sagt, stimmt, irgendwie haben Sie da recht. Weil genau diese Frage, wie kriege ich denn die Leute dazu, die ein anderes Leben gewohnt sind, ja, sich darauf einzulassen, in hoher Geschwindigkeit das alles zu verändern und sich dabei nicht unsicher und nicht angegriffen, nicht in die Ecke gestellt zu fühlen. Das ist die große Herausforderung für die Sozialdemokratie, das am Ende auch hinzukriegen. Ich glaube, wir verrennen uns manchmal in Scheinalternativen insofern, weil wir alles brauchen werden. So, und alles brauchen heißt in der Tat, dass wir manche Sachen teurer machen werden, aber manche Sachen halt auch ausdiskutieren. Also ich finde es ehrlich gesagt schon faszinierend, dass wir darüber reden, dass jeder Privathaushalt seine Heizung runterdrehen soll. Aber Tempolimit auf der Autobahn sakrosankt ist. Das ist ein Widerspruch in sich. So. Aber trotzdem, und jetzt bin ich da bei dem Punkt Kultur, weil ich schon glaube, dass das keine Prozesse sind, die schnell gehen. Das halte ich für den Denkfehler von allen, die bei Fridays for Future mit mir diskutiert haben. Die sagen immer, entscheidet euch und 5 Jahre später funktioniert es. So, real passiert das aber anders. Ich will das ganz simpel sagen. Nehmen wir mal das klassische Beispiel des berühmten Autofahrers, der pendelt oder die pendelt. Das ist eine Lebensentscheidung gewesen. Wo ziehe ich mit meiner Familie hin und was hat das für Konsequenzen? Die zu korrigieren nach dem Motto, wir entscheiden heute, es wird alles teurer und du musst deine Lebensentscheidung, wenn du denen nicht folgen kannst, heute anpassen, wird nicht funktionieren. Das heißt, einer der zentralen Punkte, finde ich, an Anforderungen an Politik, ist, sich die Übergänge zu überlegen. Was müssen wir eigentlich tun, um schrittweise einen Prozess zu erreichen, dass bestimmte Sachen anders gehen? Manche Leute wissen das, ich gehöre zu den grässlichen Leuten, die sagen, die Pendlerpauschale war eine Fehldenke, aber sie war sozial, also manchmal sind gut gemeint nicht gut. Sie hat diese Zersiedlung provoziert, sie hat vieles, also ich kann nicht ausdebattieren, aber wir haben sozusagen ein Instrument. Aber wir haben es. Und wer sein Leben darauf aufgebaut, seine nächsten 20 Jahre Haus gekauft, wo auch immer, einkalkuliert hat, der kann nicht morgen das ändern. Und ich glaube, da haben wir einen Punkt, da werden wir drüber nachdenken müssen, wie wir die Änderungsprozesse auf den Weg kriegen, ganz wichtig. Und der andere Punkt ist in der Tat, was können wir, da bin ich wieder bei dir, Alternativen ist klar, aber auch die positiven Varianten. Also solange wir Arbeitsplätze immer noch konzentrieren in den Großstädten, was wir real tun, solange werden wir Menschen haben, die zu ihrer Arbeit fahren müssen. So. Also ist die Frage, gehen wir ans größere Rad und debattieren darüber, wie wir mit einer Siedlungspolitik oder mit einer Strukturpolitik, ob wir das überhaupt auf die Reihe kriegen. So. Zweiter Punkt, genau, Dagmar hat Digitalisierung gesagt. Wir haben in der Corona-Pandemie gelernt, dass wir anders arbeiten könnten in bestimmten Bereichen. Das heißt nicht, dass wir anders arbeiten sollten in allen Fällen. Ich gehöre zu den Leuten, die gesagt haben, drei Tage Büro, 2 Tage zu Hause ist eine gute Mischung. Aber beides muss sein, weil Kommunikation, soziales Leben hat auch was mit Arbeit zu tun. Und die findet nur da statt. So. Aber wir können es nutzen. So. Frage ist, wie organisieren wir über und wie nehmen wir Menschen in Blick, die da überhaupt nicht drin auftauchen. Wer sich mal die Verkehrsdebatte anschaut und feststellt, wir reden immer über die Pendlerinnen und Pendler. Das Verkehrsverhalten von Menschen, die Pflegearbeit leisten, wenn ich das mal so sagen darf, Mütter, Großmütter, Eltern, die ihre Kinder irgendwo hinbringen, die zum Kindergarten schleifen, die Sachen organisieren müssen, Arzttermine und sonst wie, haben völlig andere Verkehrsbedürfnisse als die Pendler sind immer auf den Arbeitsachsen unterwegs. Der Rest funktioniert anders.
Zweiter Punkt, auch da ist die Frage, darüber debattieren wir gerade, können wir gerade in den kleineren Gemeinden die Welt so aufrüsten, dass man nicht mehr bis in die Kreisstadt fahren muss, um bestimmte Angebote zu haben. Ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Brocken. Aber alles in allem, mache es jetzt mal richtig schwierig. Es gibt eine Redakteurin bei der Taz, die schreibt Bücher, in denen sie ziemlich auf pointiert argumentiert, was alles nicht geht. Mein Problem ist leider, dass sie den zweiten Teil immer nur mühsam macht. Das ist die Ulrike Herrmann, die schreibt relativ kühl. Leute, wenn ihr das alles richtig machen wollt und schnell machen wollt, dann müsst ihr im Prinzip die Frage beenden, eine Gesellschaft, die nur auf Wachstum gründet. Keine neue Idee. Dann schreibt sie aber völlig zu Recht, wenn ihr das tut unter den heutigen Rahmenrichtlinien von Wirtschaft, werdet ihr feststellen, dass Gesellschaft, wie sie heute ist, so nicht funktioniert, weil in einer Gesellschaft, in der Investitionen auf Kredit finanziert werden und auch finanziert werden müssen, weil sie anders auf Dauer gar nicht funktionieren, bedeutet das, dass du, wenn du das machst, hinterher mehr Produkte absetzen musst, um deine Investitionen wieder reinzukriegen. So, ich mache das richtig, richtig hart. Das heißt, wir leben in einer Situation, wo ich gar nicht weiß, wie das hinterher aussieht. Aber die Variante, der Übergang einfach, wir legen Schalter um und der Kapitalismus heißt noch so, funktioniert aber anders, oder es ist was anderes, ist eines unserer Kernprobleme, weil da sind wir nicht bei der Struktur von Kultur, sondern wir einfach bei Wirtschaftsstrukturen. Wenn wir nicht drüber nachdenken, wie können wir anders wirtschaften und wie können wir schrittweise diesen Hebel umlegen, sodass dass das funktioniert, werden wir zwischendurch immer in den Sumpf geraten. Und die Variante, es wird ganz grässlich und dann wird alles besser, ist kein politisch stabiles Konzept, um es mal ganz freundlich zu sagen. Ich sage das deswegen so, weil ich darauf selber keine Antwort habe. Ich halte es für alle, also alle diese Wirtschaftswissenschaftler, die im Moment debattieren, ja, grundsätzlich geht alles so weiter, wir machen bessere Technik, wir machen bessere Handelsabkommen und danach geht's gut. Tut's aber nicht. Alle Zahlen, die wir haben, ihr könnt mir jetzt mit Kopfschütteln widersprechen, sagen, wir sind entschieden zu langsam bei fast allen Fragen. Und wenn wir sozusagen nicht an die Grundlagen gehen, bleiben wir so langsam. So, sag das mal so hart. Das ist der Punkt, wo ich selber ehrlich gesagt noch immer ratlos bin. Ich auch all die Ökonomen, die ich frage, keine guten Antworten haben, weil es gibt viele Modelle für Nichtwachstumsgesellschaften sonst wie, aber es sind theoretische Modelle. Und der Übergang von dem, was wir heute haben, zu einer anderen Gesellschaft, hat kein Mensch vernünftig. Also vielleicht habe ich wieder was übersehen. Habe ich was übersehen? Nicht viele Menschen, okay, ich sehe schon, nicht Thomas Jahn, schüttelt den Kopf, nicht viele Menschen ordentlich beschrieben. Und ich glaube, dass wir die Frage politisch mit lösen müssen, wie kommen wir von A nach B, sonst bleiben wir bei A, und zwar immer. Und das genau wäre die Katastrophenstrategie. Ich würde gerne noch einen Punkt zum Schluss ansprechen, weil ich glaube, dass dort einer netten grünen Kollegin, die aus Fridays for Future kommt, in der Debatte ein grober Fehler unterlaufen ist, den sie auch selber, glaube ich, eingesehen hat. Bei der Alternative notwendige Geschwindigkeit oder Demokratie ist möglicherweise notwendige Geschwindigkeit. Es ist kein wörtliches Zitat, ne? Ich glaube, dass das Zitat lebensbedrohlich ist für uns alle. Und da wäre ich nochmal an dem Punkt, ich glaube, dass wir alle Veränderungen nur demokratisch hinkriegen, dauerhaft. Wenn wir sie undemokratisch versuchen, die Älteren erinnern sich noch an Herbert Gruhl und seinen Ideen, wie man eine Ökodiktatur in Deutschland macht, kann mich da noch an so Sachen erinnern, werden die nicht halten. Weil die Menschen werden, weil sie ihnen mit Zwang aufgesetzt werden, nicht der Sache widersprechen, aber dem Zwang widersprechen. Und das halte ich für ein ziemlich blödes Konzept. Deswegen ist die spannende Frage, wie stärken wir Demokratie? Und da bin ich wieder nochmal bei der Frage, ich behaupte, dann sind wir beim Zusammenhang. Demokratie in jedem Land hat was damit zu tun, ob alle sich am Prozess gleich beteiligt fühlen. Also harte Frage, wie viel Ungleichheit verträgt Demokratie? Wer von euch würde dazu gerne anfangen? Sophie? Also ich teile deine Einschätzung, so wenig wie möglich Ungleichheit, weil ich glaube, das ist ja auch das, was wir gerade in den letzten Jahren, aber eigentlich schon länger sehen, dass eben die Ungleichheit, die ja in unserem Land bekanntermaßen relativ groß ist, dazu führt, dass es diese gleichmäßige Beteiligung nicht gibt. Und da gibt es dann immer, finde ich,
ne, viele Modelle, Bürgerräte und ähnliche Modelle, wo man sagt, wir weichen das auf, wir versuchen möglichst die Gesellschaft abzubilden in unseren Gremien. Das kann man auch alles machen, ich bin auch nicht per se dagegen, aber ich glaube, das löst das Problem an sich eben nicht, dass es Gruppen gibt, die sagen, wir sind hier schon alleine durch die ökonomischen Ressourcen, durch die Frage Zeit als Ressource, die, glaube ich, ganz, ganz entscheidend ist für das Thema Beteiligung an Demokratie. Also Dagmar hat vorhin gesagt, Dienstpflicht ist für sie quasi das Symbol. Für mich ist das Symbol Arbeitszeitverkürzung und die Frage, wie arbeiten eigentlich meine Generation, vielleicht auch die davor, die danach in Zukunft und wie viel Zeit haben sie eigentlich zur Verfügung? Und wenn wir die Ungleichheit abbauen, wenn wir damit anfangen bei frühkindlicher Bildung, bei Bildung im Allgemeinen, dann glaube ich, haben wir eine gute Perspektive für die Demokratie, aber die ist auf jeden Fall bedroht. Also die Analyse zu sagen, da sind wir in der Schieflage und wir sehen ja auch, dass es in anderen Ländern da durchaus auch wieder Tendenzen gibt, das Ganze zurückzudrehen und auch europäisch das gar nicht so einfach ist, muss da auch da schnell was passieren und ist auch, glaube ich, diese Aufgabe keine, wo man sagen kann, wir kümmern uns jetzt erstmal um das Klima oder wir machen diese, ich kenne dieses Zitat auch, wir ordnen die Demokratie da in einem anderen Ziel unter, finde ich extrem problematisch und ich glaube, es führt uns in sehr, sehr gefährliches Gewässer, wenn man das in diese Richtung macht, deswegen Ungleichheit in unserer Gesellschaft abbauen und dann aber eben auch Beteiligung stärken. Also ich bin total dafür, ne, wir hatten vorhin das für Kinder und Jugendliche, aber ich glaube, das kann man auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen machen und zum Beispiel diese Frage von, haben wir so ein zentrale Orte-Prinzip und findet auch zum Beispiel demokratische Beteiligung immer in großen Teilen in den Städten an zentralen Orten statt oder ist Demokratie überall greifbar, auch in den kleineren Orten und gibt es auch da quasi die Möglichkeiten, sich zu beteiligen? All das sind, glaube ich, Punkte, die man angehen kann, um diese Beteiligungsmöglichkeiten auch zu stärken und um auch den Glauben und das Vertrauen in die Demokratie in unserer Gesellschaft zu stärken. Ja, auch da haben wir natürlich jetzt sehr stark einen westlichen Blick oder einen europäischen Blick. Nicht? Wir kennen eine Demokratie und da stimme ich völlig zu. Nicht? Ohne Demokratie kann es nur große Unruhe geben. Aber es gibt natürlich schon auch Länder, die haben eine ganz andere Tradition. Also China kenne ich relativ gut. Die sind seit 5000 Jahren mit, wenn man so will, aus unserer Sicht autoritären Regime groß geworden. Das funktioniert dort einfach anders. Aber gehen wir nochmal von unserem Blickwinkel aus. Ich stimme hundertprozentig zu, das muss für uns der Weg sein. Aber was passiert, wenn wir das nicht gebacken kriegen? Nicht? Einfach, weil wir zu langsam sind auf diesem demokratischen Weg. Dann wird das System instabil. Wir kennen aus vielen Systemanalysen, ich plädiere ja immer dafür, nicht das System in den Blick zu nehmen, nicht nur einzelne Komponenten, also nicht nur Wirtschaft oder nicht nur Umwelt oder nicht nur Gesellschaft, sondern das System in den Blick zu nehmen. Und wir kennen aus vielen Systemanalysen sogenannte Self-Organized Critical Systems. Das sind Systeme, die von sich aus, ohne dass es eine Störung gibt, einfach instabil werden. Das heißt, die Systeme entwickeln sich und dann aus der Systementwicklung heraus werden die instabil und gehen wieder in einen stabilen Zustand über. Und dieser Übergang ist natürlich unangenehm, nicht? Also DAX ist so ein Beispiel, nicht? Das geht immer aufwärts. Sie können angucken, wenn Sie die lange Linie angucken, geht es immer aufwärts, aber Sie haben immer Crashs. Sie haben immer wieder Crashs. Aber nach den Crashs geht es wieder hoch. Und das wird eben passieren, wenn wir in der Demokratie nicht schnell genug die Lösung finden, dann gibt es Crash. Und nach der Crash ist unangenehm und danach geht es dann halt wieder aufwärts. Das heißt, das System geht, wenn man so will, durch eine Revolution durch. Ich hatte jetzt gerade 3 Tage eine europäische Konferenz. Da haben Middle-Ager, also ein bisschen jünger als ich, aber nicht so jung wie Sophie, kommen wieder auf den Markt und sagen, wir brauchen eine Revolution. So kriegen wir das nicht hin. Nicht? Und dieses Gedankengut, wir kriegen das nicht hin, das wird wachsen, wenn wir es nicht schnell genug gebacken kriegen, weil die Probleme überrollen uns dann. Also insofern lässt sich das Problem nicht aus der Welt diskutieren, sondern man muss nur sagen, wir müssen versuchen, mit unserem demokratischen Verfahren so schnell wie möglich die Lösung zu finden, sonst findet sich die Lösung aus dem System selbst, weil es einfach instabil wird.
Jetzt sind so viele Sachen gesagt, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll, weil also ich glaube nicht, dass es jemals eine Ökodiktatur geben wird. Ich glaube, dass es eine Diktatur geben kann, aber ich glaube nicht, dass das eine Ökodiktatur sein wird, sondern da werden andere Interessen dominieren als die sozusagen des ökologischen Umbaus und am besten noch des sozialökologischen Umbaus. So. Insofern, wenn wir das hinkriegen wollen, wird es nur demokratisch funktionieren. So. Wir sehen das jetzt gerade am Beispiel China, die ja die Möglichkeit hätten, durchzuregieren in der Frage ökologischer Umbau, wo es ja durchaus einen Erkenntnisgewinn gibt über die Notwendigkeit, auch im eigenen Land, die gerade wieder große Rückschritte machen als Diktatur, weil sie sehen, dass sie sozusagen das nicht gesteuert kriegen. Insofern bleibe ich da Demokratin. Also müssen wir erstmal unsere Demokratie wieder in einen Zustand bringen und da sage ich auch mal ganz offen, diejenigen, die immer noch von Wehret den Anfängen gesprochen haben, da sind wir lange durch. Also die Situation ist deutlich ernster, als manch einer das vielleicht so denkt, weil sozusagen die Talkshows sind noch gefüllt und so, also diese Scheindemokratie, die sich präsentiert, die ist da. Aber dahinter ist so viel kaputt, um das wir uns wirklich ganz intensiv kümmern müssen. Und das fängt an mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir brauchen wieder eine gemeinsame Grundlage, auf der wir uns auseinandersetzen. Wir müssen wieder eine gemeinsame Grundlage schaffen. Früher nannte man das Political Correctness, dass man einfach sich darauf geeinigt hat, auf einen bestimmten Bereich, in dem man sich als Gesellschaft bewegt. Das ist dann von rechts, ist erst dieser Begriff diffamiert worden und dann ist genau diese Gemeinsamkeit dahinter in Frage gestellt worden, die uns zusammengehalten hat. Na, also man wusste auch vorher schon, dass der Onkel Bernd ein Nazi ist, aber der durfte es auf dem Geburtstag nicht sagen, sonst wurde er ausgeladen. So. Und deswegen hat er die Klappe gehalten, wenn er mitfeiern wollte. Und das hat sich geändert. So. Und dieses gefühlten Fakten, sozusagen gefühlte Fakten als gleichrangig zu nehmen wie wissenschaftliche Studien, wie wissenschaftliche Erwägungen, also auch diesen Wissenschaftsdiskurs, ja, oder diese Wissenschaftlichkeit von dem, auf dem wir versuchen, unsere Gesellschaft auch aufzubauen, Erkenntnisgewinn, dass das in Frage gestellt ist und man diese alternativen Fakten gleichrangig daneben stellen kann, ist verdammt gefährlich. Und wir haben leider eine Medienlandschaft, deren Entwicklung auch nicht gerade in Richtung Vielfalt ist. Wir erleben zunehmend Kampagnenjournalismus, also ja, irgendetwas wird in die Welt und alle ziehen hinterher und dann kommt noch irgendein Institut, das muss zwar 3 Tage später erklären, dass es falsch lag, aber alles ist erstmal da, alles muss lange, mühsam dekonstruiert werden, was sozusagen aufgebaut worden ist und das in einer Gesellschaft, wo die Leute das, und jetzt komme ich zu einem anderen wichtigen Punkt, das Gefühl haben, dass sie ja selber gar nicht mehr Einfluss nehmen können. Und ihnen dann erzählt wird, sie dürften ja auch nichts mehr sagen, was ja der größte Quatsch ist, aber das wird ja auch weitergetragen und weitererzählt. Da müssen wir die Selbstwirksamkeit in einer Demokratie wieder stärken. Das fängt nicht damit an, dass wir, also ich bin absolut für Wahlalter 16, war ich schon immer, bleibe ich dabei, aber das allein reicht nicht. Man muss eben mitbestimmen können, auch an der Schule. Man muss in seinen Strukturen, in den Jugendzentren, in den Vereinen, man muss dort mitbestimmen können, man muss dort sozusagen sich beteiligen können. Und das gilt auch für die Frage, wenn wir den Umbau in der Wirtschaft wollen, dann wird das nicht ohne mehr Demokratie in der Wirtschaft gehen. Dann wird das nicht über mehr Mitbestimmung in diesen Prozessen gelingen. Das heißt, auch in der Arbeit muss man Wirksamkeit, ja, das ist ja für uns jetzt nichts Neues, ja, aber das ist ja auch ein Thema, das auch immer so ein bisschen weiter in den Hintergrund geraten ist, das aber immens wichtig ist, wenn ich wirklich dieses eigene als eigene demokratische Erleben in einer demokratischen Gesellschaft, wenn ich das sozusagen stärken will. Das heißt, es geht um Kindergarten, es geht um Schule, es geht um alle gesellschaftlichen Bereiche, es geht zu einem ganz starken Maße um Wirtschaft und es geht dann auch um den Arsch in der Hose der Demokratinnen und Demokraten dort, wo sie sind, dem auch zu widersprechen, was andere sagen. Und ich glaube, dass wir dieses Aufstehen der demokratischen Mehrheit auch laut werden und agieren,
Das werden wir nicht in Berlin für die Gesellschaft lösen können, sondern das muss sozusagen, das muss auch Aufgabe, Verständnis sein von denjenigen, die sich als Demokratinnen und Demokraten verstehen, nicht mit jedem Trottel eine Diskussion zu führen, aber zumindest mal zu sagen, nee, das ist Quatsch, ich sehe das komplett anders, damit das sozusagen auch stattfindet und deutlich wird, dass sich die Mehrheit eben doch auf einen Common Sense und in irgendwas, was man Political Correctness nennen könnte, darauf einigen kann. So, dann lasst uns. Ich glaube, Eschu Zeng auseinander hat gerade Jahrestag, wenn ich mich recht erinnere. Dann lass es doch mal zu einer Schlussrunde kommen. Da mache ich es nochmal ein bisschen der Aufgabenstellung entsprechend anders. Wenn ich mir vorstellen würde, wie das Ergebnis eines Veränderungsprozesses aussehen würde, fange ich an bei der Frage, wir benutzen unsere Natur, also müssen wir die Rohstoffströme und die Schadstoffströme deutlich reduzieren. So. Das hat zur Folge, dass wir überlegen müssen, ist unser Wohlstand tatsächlich von der Anzahl der materiellen Produkte und der erneuten Produktion der materiellen Produkte abhängig oder können wir den gleichen Wohlstand, es geht nicht um Verzichtsdebatten, das ist der klassische Fehler, den viele Grüne, glaube ich, machen, ist der gleiche Wohlstand erreichbar mit einer anderen Form von Wirtschaften. Ich mache das bei simplen Sachen, da geht es um die Langlebigkeit von Gütern, da geht es um die Reparaturfähigkeit von Gütern, da geht es um die Frage der Second-Hand-Nutzung von Gütern und wir hätten schon einen Großteil sozusagen reduziert. Die Tücke dabei ist aber, das würde ja bedeuten, dass wir in bestimmten Produktionsbereichen, lass mal die ganze Frage Lebensmittel in so einem Moment raus, in bestimmten Produktionsbereichen eindeutig weniger produzieren müssten. Das wiederum hat die üblichen Konsequenzen. Irgendwer schafft das ja, das sind ja nicht die Leute, die in die Firmen gehören, sondern die da arbeiten. Also geht es um Arbeitsplätze. Die Frage ist, ob die Antwort darauf nicht ist, Klammer auf, bei Digitalisierung ist auch die Frage, gibt das mehr oder weniger Arbeit ja noch offen. Die einen sagen, es gibt deutlich weniger, die anderen sagen, es wird wahrscheinlich die Waage halten. Es gibt sogar welche, die glauben, es kann sogar, lassen wir mal. Also es gibt einen Druck auf die Arbeitsplätze. Darauf wäre die Antwort eigentlich eine uralte. Wir reden darüber, wie wir Arbeit und Einkommen neu verteilen, indem wir die Arbeitszeit deutlich verkürzen. Ich glaube, dass die Verlängerung der Arbeitszeiten sozusagen die falsche Entwicklungsrichtung ist. Mit den Arbeitszeitverkürzungen aber gucken, dass wir die ökonomischen Rahmenbedingungen trotzdem über Mindestlohngesetzgebung, was auch immer, so halten, dass es nicht bedeutet, dass den Menschen ökonomisch weniger bleibt. So. Wie ihr schnell feststellen werdet, ist das genau der Prozess, wo ich nicht weiß, wie ich von heute nach da komme, ohne große Verwerfung, aber ich glaube schon, dass eine Gesellschaft so funktionieren kann, wie sie dann heißt. Ob das Kapitalismus 2.0 heißt oder 4.0 oder was auch immer, ist nicht mein Punkt. Dazu kommt aber ein weiterer Punkt, den ich noch gar nicht beantworten kann, und das ist das, was wir vorhin unter Kultur debattiert haben. Es geht ja nicht nur um die Frage der großen Kultursachen, sondern die Frage, was haben die Menschen gelernt, was für sie ein gutes Leben ist. Und wenn ein gutes Leben ist, bei Primark jede Woche einkaufen zu gehen, dann ist das was, was man verlernen muss. Ich sage das mal ganz flapsig, weil das Modell funktioniert sowieso nicht. Das funktioniert unter heutigen Bedingungen ja schon nicht dauerhaft. So. Spannende Frage, zwei an euch. Erste, wenn ihr euch sowas vorstellt, seht ihr einen Weg dahin oder haltet ihr das für falsch? Und die zweite Frage, die ich dann gleich anschließe, weil ich nicht noch eine Runde ist, wenn ihr einen Wunsch hättet, einen gesellschaftlichen, welcher wäre es? Also zunächst mal würde ich dein Eingangsszenario modifizieren, also ja durchaus auch kritisieren wollen. Das ist gar nicht so, dass wir weniger produzieren dürfen. Der Punkt ist doch der, die Ressourcen verschwinden ja eigentlich nicht. Die Erde ist ein geschlossenes System, die werden alle nur umgewandelt. Also ich habe sauberes Wasser und dann wird es halt dreckiges Wasser. Oder ich habe seltene Erde in der Form und dann baue ich die um und dann habe ich die im Chip. Das heißt, es verschwindet ja nichts. Es verschwindet nichts, es ist alles da. Es ist nur im anderen Zustand. Das heißt, was ich brauche, ist eigentlich nur genügend Energie und dann kann ich alles rückgängig machen, mit Ausnahme Aussterben von Arten. Nicht? Also Arten, die verschwunden sind, brauche ich halt wieder Millionen. Das, was wir heute gemacht haben, wird man noch in 30 Millionen Jahren sehen. Das muss man sich mal vorstellen, nicht, was wir für einen Impact haben. Aber alles andere können wir zurückdrehen. Das heißt,
ich brauche eigentlich nur genügend Energie und dann kann ich im Prinzip, und das war der Denkfehler, sage ich jetzt mal bei dir, Dagmar, nicht. Mein Modell ist nicht ein marktwirtschaftliches. Mein Modell ist ein Verursacherprinzip. So junge Leute haben mal ein schönes Paper geschrieben, allgemein verständlich, machst du schmutzig, machst du sauber. Das ist die Aufgabe. Nicht? Und dann bist du bei der Kreislaufwirtschaft. Und das ist letztlich das Prinzip. So, also ich brauche Energie und dann kann ich alles lösen. Und ich glaube, der Schlüssel aus deinem Modell ist eigentlich wirklich, was ist für uns ein gutes Leben? Was ist für uns ein gutes Leben? Ich bin jetzt in Rente seit 2 Jahren. In Rente zu gehen, das macht schon was mit dir. Nicht? Solange du arbeitest, dafür Geld kriegst, hast du das Gefühl, du bist ein wertvolles Element dieser Geschichte. Kriegst du das Geld für nichts tun, fragst du dich eigentlich als Rentner, fragst du dich einfach, wofür kriege ich eigentlich Geld und warum bin ich da und was ist eigentlich meine Aufgabe? Es gibt viele Sprüche, die sagen, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit. Ich bin ein Fan davon. Natürlich nicht, wenn ich mal loche irgendwo in einer Kohlenmine, die keine Standards einhält oder so. Nicht? Das ist ein anderes Thema. Aber jetzt nur zu sagen, Arbeitszeit muss verkürzt werden. Für mich würde das die Lebensqualität nicht erhöhen. Nicht in dem Job, den ich hatte. Deswegen mache ich jetzt auch in der Rente natürlich irgendwas. Nicht? Weil ich einfach auch das Gefühl haben will, ich will ja was tun. Ich will doch nicht nur Golf spielen oder Netflix gucken. Nicht? Also ich glaube, der Schlüssel ist also, glaube ich, auf der einen Seite das Energieproblem zu lösen und damit das Kreislaufsystem zu lösen und dann sich aus diesen Erträgen, die man hat, zu überlegen, welches Leben will ich haben, und da muss man die Vielfalt der Menschen akzeptieren. Das ist halt für jeden, denke ich, wieder unterschiedlich und eben auch Europa und Griechenland und wie sie alle heißen, die 196 Länder, da wird es immer unterschiedliche Bedürfnisse geben. Wunsch, also mein größter Wunsch wäre wirklich, wir würden einerseits das Energieproblem lösen und zum anderen dieses Thema Biodiversitätsverlust, weil das irreversibel ist. Das CO2 kriegen wir wieder raus, wenn uns seltene Erde fehlen, dann gehen wir auf die Müllkippen, holen das aus den alten Chips raus. Theoretisch alles machbar. Die Arten, die weg sind, funktionieren, die kriege ich nicht mehr. Nicht? Und deswegen sind die Hauptthemen Lösungen finden für Energie und Lösungen finden für den Biodiversitätsverlust. Also bei den Fortschritten, die auch in der Gentechnik und in anderen Dingen, wäre ich mir mit den Arten aktuell auch nicht mehr so sicher, ob wir die nicht sogar wieder zurückgeholt kriegen, die eine oder andere. Aber ansonsten teile ich das absolut. Der Schlüssel ist die Energiefrage. Die müssen wir lösen. Und die müssen wir bezahlbar lösen, damit das gelingen und funktionieren kann. Wir werden für alle diese, wenn wir Industrieland bleiben wollen und Industrie verändern wollen, dann werden wir sehr, sehr viel Energie brauchen. Und die zu organisieren, dass sie bezahlbar ist, das ist der große Schlüssel. Also das muss uns jetzt gelingen. Die Frage, was ich mir wünsche, manchmal ist es so klein, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt einfach das Bürgergeld mit dem Bundesrat hinkriegen. Also das wäre, glaube ich, für die Gesellschaft schon ein Riesenschritt. Weil es ist schon ein Paradigmenwechsel in dem, wie wir uns als Menschen und als Staat und Bürgerinnen und Bürger begegnen wollen in den verschiedenen Institutionen. Es hat auch etwas mit der Demokratiefrage zu tun. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass uns das gelingt. Schauen wir mal. Ich kann an vieles anschließen, will deswegen auch gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, dass die Frage, was haben wir denn von einer Arbeitszeitverkürzung oder auch einer Veränderung dieses gesamten Modells, unglaublich viel ist. Also die aktuelle
Situation, wie wir arbeiten, ist ja in der Zeit entstanden, da kommt jetzt der feministische Anteil meines Verbandes durch, in der es andere Menschen gab, die die Sorgearbeit übernommen haben. Und ich finde, zu einem Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen, wir wollen, dass Sorgearbeit, dass Fürsorgearbeit in unserer Gesellschaft anders verteilt wird, dass sie zwischen den Geschlechtern gerecht verteilt wird, dass Menschen, die diese Sorgearbeit vielleicht für andere übernehmen, auch ordentlich bezahlt werden, da sind wir auch noch nicht, brauchen wir auch da eine Veränderung, weil dann eben auch Zeit frei wird für gegenseitige Sorge- und Fürsorgearbeit, aber eben auch zum Beispiel für ehrenamtliches, für gesellschaftliches Engagement füreinander. Und ich glaube, das ist ein unglaublicher Gewinn, den wir als Gesellschaft haben können, wenn wir diese zugegeben große und sehr, sehr schwierige Aufgabe ordentlich lösen können. Einen konkreten Wunsch, den ich habe, wir haben ja jetzt viel über das gute Leben für alle geredet und wie das mit Konsum und Marktlogiken und ähnliches funktioniert. Ich glaube, das gute für Leben für alle ist gerade auch an einem Punkt besonders bedroht, der eigentlich sehr, 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 sehr auf der Basisebene verbleibt, nämlich die Frage, organisieren wir eigentlich Gesundheit unter Marktlogiken oder schaffen wir eine gemeinsame Grundlage für Gesundheit, die den Menschen überhaupt befähigt, teilzunehmen an solchen Fragen? Und ne, da komme ich jetzt auch aus der konkreten Situation in Marburg mit dem Uniklinikum und dem Thema Privatisierung. Ich finde, das ist quasi eine Basis, die wir überhaupt mal legen müssen, damit diese ganzen Fragen von woran kann ich mich dann auch beteiligen, funktionieren. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da konkret einen Schritt weiterkommen und auch einige Dinge wieder zurückdrehen, die wir in den letzten Jahrzehnten da auch ordentlich verbockt haben. Danke. Ja, ihr Lieben, ich jedenfalls bedanke mich. Ich bedanke mich nochmal für dieses Diskussionsgeschenk, an dem ihr freundlich mitgewirkt habt. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich allerdings auch bei euch allen, weil nicht nur, dass ihr so lange zugehört habt, ich kenne euch fast alle. Und ich glaube, für mindestens die Hälfte war die Versuchung, mitzudiskutieren, ziemlich hoch. Deswegen bedanke ich mich auch für die Geduld, das nicht auszuleben, sondern dass wir mal versucht haben, 1,5 Stunden zu Ende diskutieren. Ihr merkt, wir haben nicht die Antworten im Sinne von, wir sind zu Ende mit den Fragen. Aber wir haben ein paar Wege, über die wir uns dann noch unterhalten müssen, wie dies auf denen weitergehen kann. Wir haben die Einsicht, dass es jedenfalls so weitergehen kann, auf keinen Fall. Das ist der Punkt, da unterscheiden wir uns schon immer von den Konservativen. Und wie gesagt, herzlichen Dank. Jetzt darf der Michael wieder seine Moderationsrolle übernehmen. Dankeschön. Applaus